Hi Leute, der Sano hier. Ich möchte euch heute weitere Lieblinge von mir vorstellen. Und zwar zwei an der Zahl. Und das sind zwei Schwergewichtler. Wenig SPM, dafür richtig geiler Schaden bei ultra geilem Handling. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Abo und ein Like da. Und schaut auch morgen wieder auf Twitch vorbei. Sturmgewehre sind eh schon sehr, sehr geil und gehören mit zu den besten Waffenkategorien überhaupt in Division. Ich persönlich bin auch ein sehr großer Fan von Sturmgewehren mit einer ganz geringen Kadenz, aber wirklich wenig Schussrate, dafür einen immens hohen Kugelschaden. Da geht es mir persönlich dann primär darum, dass sie so viel Damage wie möglich raushauen, die Mods auch so viel auf Damage gepusht sind wie nur irgendwie möglich und dabei das Handling so gut wie perfekt ist. Ja, weil wir reden hier nicht von einer Waffe, die einer kleinen Gatling gleichkommt und die überall hingeht und da einmal den Schussbutton betätigst. Da kommen in meinen Augen für mich persönlich nur zwei in Frage. Das eine ist die FAL, in dem Fall hier die FAL SA-58. Die FAL kommt mit einem sehr, sehr hohen Basisschaden bei 650 Schuss pro Minute und einem 40er Magazin, was für mich persönlich so der einzige Downer ist an der Waffe, das 40er Mag, beziehungsweise eigentlich ein 20er Mag, ihr müsst das 20er Magazin noch drauf machen, dann habt ihr die 40 respektive 41 Schuss, aber das tut der Waffe keinen Abbruch. Es ist so ein geiles Gerät. Als zweite Waffe habe ich tatsächlich eine MK16 Taktik, auch eine sehr, sehr geile Waffe, etwas weniger Schuss pro Minute als die FAL. Dafür sind alle beide, was das Handling angeht, die besten langsam feuernden Sturmgewehre im Spiel. Also alle anderen haben irgendwelche anderen Probleme, die, für mich persönlich, ne, die, welche die anderen Waffen hinter diesen beiden ansiedeln. Nehmen wir zum Beispiel mal hier auch so ein ewiger Favorit von mir gewesen, eigentlich die AKM. Problem bei ihr ist, zick ich das Ding. Ne, wirklich, die kickt wirklich ganz stark, macht ultra geil Damage, also AK, geiles Teil. Aber, ne, nur drei Mod-Slots und dann habt ihr nur eine begrenzte Auswahl an verschiedenen Griffen. Wie gesagt, nicht viele Möglichkeiten, so eurem Spielstil entsprechend anzupassen. Geiles Ding, aber wie gesagt, die anderen beiden haben die Nase vorn. Dann mit dem neuesten Titel-Update hinzugekommen, ne, die benannte Version, die Königsmacher von der TKB B08 im Sturmgewehr. Auch eins der langsam feuernden Sturmgewehre mit 650 Schuss pro Minute, 50er Mag mit dem entsprechenden Magazin und etwas mehr höheren Basisschaden als die FAL. Dafür aber bei weitem nicht so stabil. Bei weitem nicht so stabil. Also da, ich persönlich kann die Schüsse deutlich besser um Gegner halten mit der FAL oder mit der MK16. Ist natürlich alles Geschmackssache. Optisch finde ich die TKB auch nicht wirklich schön. Also da sind die anderen beiden deutlich hübscher. So, gemoddet in dem Fall alle beide natürlich dadurch, dass wir hier vier Modplätze haben. Ich meine, das Magazin fällt eh immer bei Sturmgewehren auf die 20 Patronen Variante und der Rest ist sonst mit Schaden durch kritische Treffer voll gepusht. Gleich auch bei der MK16. Lohnt sich hier natürlich besonders, wenn die Crit-Chance entsprechend hoch ist. Ich habe zum Vergleich auf der FAL habe ich strapaziert drauf. Ne, gewährt alle 0,5 Sekunden, die sie schießen, plus 10% Schaden durch kritische Treffer. Kann bis zu 5-mal gestapelt werden. Natürlich sehr, sehr nice, besonders mit der Waffe, die etwas weniger Schuss pro Minute hat. Gleiches gilt für die MK16 Taktik. Die kommt mit dem Talent Optimist. Das habe ich draufgewürfelt. Auch ein geiles Talent. Der Waffenschaden erhöht sich um je 3% für jeweils 10% Munition, die im Magazin fehlt. So, welche Builds würde ich euch empfehlen für diese beiden Waffen? Ja, eigentlich ist es relativ einfach, dadurch, dass sie eine relativ geringe Kadenz haben. Wie gesagt, relativ wenig Schuss pro Minute. Ist es natürlich nicht ganz so toll, wenn man ein Build spielt, wo man viel hochstacken, viel aufbauen muss. Jetzt habe ich hier in dem Set zwar vernichtend drin, das ist okay. Wer damit klarkommt, kann hier aber auch super mit Glaskanone spielen und holt so nochmal mehr Damage raus. Für mich persönlich ist Glaskanone nix. Dafür ist mein Spielstil viel zu bekloppt. Da liege ich ja noch mehr. Wer das macht, der kriegt auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Damage raus.
Wie gesagt, sowas wie man viel Schaden aufbauen muss, wie ein Heartbreaker-Set oder mein heißgeliebtes Stürmer-Set. Man kann es spielen, so als Zweitwaffe, wenn der Buff hoch gesteckt ist von den beiden Sets, dann haut das natürlich richtig gut rein, ne? Aber man muss da halt hin und her switchen. Deshalb muss man halt für sich selbst entscheiden dann. Wo es auch natürlich ganz gut ist, ist in Techniker-Builds mit entsprechenden Talenten drauf. Ging gleich nochmal runter zum Schießstand. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was eure Favoriten sind. So, wie gesagt, ihr seht bei der Fall eh schon, ihr habt die 41 Schuss drin. Bei der MK16 Taktik habt ihr 51 Schuss drin. Und die Fall habe ich extra mit strapaziert. Und die MK16 Taktik läuft mit Optimist. Beides sehr, sehr gute Talente, besonders für Waffen, die geringere Schuss pro Minute haben. Und was halt da schon krass ist, ihr seht, ich habe überhaupt kein Problem, also wirklich gar kein Problem, komplett auf dem Schädel zu bleiben. Wir sprechen hier schon fast von einer... Komm her. Wir sprechen hier schon fast von den zwei großen Brüdern der Carbine 7, weil hier ist jetzt auch ohne den Controller... Ja, ohne den rechten Stick zu nutzen, um gegen zu aimen. Das ist einfach nur R2 für Feuer. Das ist halt absolut nice, ne? Hier die MK16, ähnlich. Wobei die stellenweise sogar noch ein bisschen besser zu handeln ist. Noch besser ist also wir sprechen hier von Nuancen, ne? Weil die einfach nahezu komplett horizontal wegkickt. Das ist mega easy. Ne? Und ihr wisst, wie es ist, ne? Mit Waffen. Deswegen sind wir auch die Carbine 7 schon durchgegangen. Man kann nur Schaden machen, wenn man den Gegner trifft. Je stabiler das Ding, desto eher kriegt man seine Kugeln ins Target. Und nur so kann man richtig gut Damage machen. Und das gleiche gilt halt für alle beiden Waffen. Ich bin so, es gibt so viele Sturmgewehre, auch nochmal die komplette Fraktion dazwischen. 57er, so ein bisschen in Richtung Carbine, ne? Die Polizeiversion, die M4 ist auch sehr, sehr, sehr geil. Aber ich bin prinzipiell mal wirklich gespannt, wie eure Favoriten aussehen. Das hier sind meine, die FAL und die MK16 Taktik. Ich zeige euch gleich noch ein bisschen Gameplay. Auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.